Super, klasse. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind, wenn auch nur digital. Aber das ist zu Corona-Zeiten so. Ich habe die Ehre, heute das Institut für Mikrosystemtechnik der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg vorzustellen. Und unser Motto ist, bei uns werden Visionen Wirklichkeit, Visionen, die sehr feine Strukturen haben, sehr hoch aufgelöst sind, die aber sehr hohes und sehr großes bewirken können. Wir sind eine Volluniversität. Wir gehören zur Uni Freiburg. Das IMTEC ist quasi eines der Gründungsinstitute der Technischen Fakultät. 21 Professoren, 350 wissenschaftliche Mitarbeiter, fast 500 Studierende aus allen Teilen der Welt. Wir betreiben einen eigenen Reinraum mit State-of-the-Art MEMS Processing Technology. Und wir haben eine sehr lebendige Gründerkultur. Wir haben sehr viel Technologieentwicklung hier gemacht und an den Markt gebracht. Einige unserer Ausgründungen, wie zum Beispiel CoreTech, die Spindiac, sind in den letzten Monaten auch sehr präsent in der Presse gewesen, gerade im Rahmen der Corona-Aktivitäten. Auch die Firma Neuroloop und Tilocate. Es gibt eine ganze Reihe von Neugründungen, die jetzt sehr frisch hier noch aus der Fakultät kommen. Wir gehören zu den weltweit größten und renommiertesten akademischen Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der klassischen MEMS und MST, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Die Forschungsschwerpunkte bei uns ranken von smarte Systemintegration, das heißt alles das, was Intelligenz in klein und kompakt überall ist. Lab on Chip ist ein großes Thema bei uns, Medizintechnik, Smart Materials, Services and Processes, da werde ich Ihnen gleich ein bisschen was dazu zeigen. Und optische Systeme. Damit Sie mal eine grobe Vorstellung haben, was das im Einzelnen sind. Wir haben jetzt gerade auch über Spindiac in den letzten Monaten viel in der Presse gewesen. Corona-Schnelltests, PCR-Tests zum Beispiel. Bei mir im Lehrstuhl läuft ein Projekt zur Herstellung von taktilen Oberflächen für sehgeschädigte Menschen. Wir haben einen großen Research-Cluster im Bereich programmierbare Materialien, 3D- und 4D-Druck. Wir haben Aktivitäten im Bereich Prothesen, menschlichen Gewebes. Wir haben sehr viel im Bereich Bioprinting, 3D-Druck im Allgemeinen, adaptive Linsen, sehr viel im Bereich Wet- und Life Sciences. Und Sie sehen, das sind Themen, die sehr direkt die technische Übertragung in die Lebenswissenschaften, in das Leben der Menschen, des einzelnen Menschen greifbar machen. Wir haben auch Themen rund um die Energiewende, das heißt Brennstoffzellen, Energietechnik ist ebenfalls ein Thema bei uns. Ich will Ihnen ein paar Themen schlaglichtartig schon vorstellen, damit Sie so einen groben Überblick haben. Was ein Thema ist, was bei uns sehr groß ist, ist 3D-Druck. Ich habe schon gesagt, 3- und 4D-Druck sind Schwerpunktthemen bei uns. Da geht es um neuartige Materialien, neuartige Drucktechnologien. Im oberen Teil der Folie sehen Sie die Aktivitäten aus dem Bereich 3D-Druck von Gläsern, Glaskeramik und Kristallen, was ein ganz wichtiges Thema ist. Hochauflösende Mikrostrukturen in Materialien, die man konventionell nicht 3D drucken kann. Links unten sehen Sie ein Beispiel aus den Aktivitäten Smart Services. Das sind super abweisende Oberflächen, in dem Fall transparent, die für Wasser, Öl und Fette nicht benetzend sind. Das sind tatsächlich Beschichtungen, die sind im praktischen Einsatz. Eine davon, das ist mit eine der führenden Anwendungen, die wir in diesem Feld haben, ist seit August 2018 auf der ISS im Einsatz. Was Sie hier rechts unten sehen, sind Beispiele, die kommen aus unserem Bereich MEMS in Life Sciences. Sie kennen das Bild wahrscheinlich, die Frau mit Hermelin. Was Sie dem Bild nicht ansehen, ist, das ist ein Antikörpermuster auf einer technischen Oberfläche. Da ist ein helles Pixel eine hohe Konzentration eines Antikörpers, ein dunkles Pixel eine niedrige Konzentration. Das heißt, Sie sehen klassische Methoden der Mikrotechnik in den Anwendungen der Lebenswissenschaften, hier zur Herstellung von Zellmigrationsoberflächen. Wir bezeichnen uns und die Themen, an denen wir arbeiten, gemeinhin unter den Schlagworten Smart, Micro und Green, weil es das abdeckt, was wir tun. Wir haben sehr attraktive Angebote jenseits der Research für die Ausbildung. Wir bilden im Bereich Bachelor und Master und Weiterbildung das Portfolio der Technologien, der Anwendungen, der Materialien und der Systeme ab. Dazu gehören unsere klassischen MST-Studiengänge, Embedded System Engineering, was ein sehr wichtiges Thema bei uns geworden ist, Sustainable System Engineering, was einer unserer aufstrebenden, sehr erfolgreichen Studiengänge ist. Aber eben als technische Fakultät auch die Informatik, Renewable Energy, Sustainable Materials und Neural Sciences. Wir haben verschiedene Programme im Bereich der Weiterbildung für Leute, die in diesen Themenbereichen mehr wissen und erfahren wollen.
Wir bilden die Ingenieurinnen und Ingenieure, die Informatikerinnen und Informatik der Zukunft aus, um die technischen Fragen von heute und der Zukunft zu lösen. Und in diesem Zusammenspiel von einer sehr lebendigen Wissenschaft, einer sehr lebendigen Ausgründungskultur und einer sehr lebendigen Ausbildungskultur. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Fragen, Kontakte. Wir sind hier auch präsent auf der Clusterkonferenz. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach bei unserem digitalen Auftritt vorbei. Vielen Dank.